Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Herzlich willkommen zum VfR-TV. Ich darf begrüßen Daniel Weber. Daniel, Spiel leider verloren, 0-2. Dein Fazit? Ja, war ein schwerer Auftakt heute. Wir wussten, dass sie mit der neuen Trainerwahl vom Tobi Strobel bestimmt mit viel Fahrt, mit viel Selbstvertrauen, mit viel Schwung in die Runde starten werden und dass sie ein wahnsinnig schwerer Gegner werden. Ich finde, wir haben es eigentlich am Anfang sehr, sehr gut gemacht. Und sehr, sehr gut. Wir hatten eigentlich die Chance, nach 15 Minuten 1-0 in Führung zu gehen. Ja, also es waren drei riesen Dinger. Und da müssen wir eigentlich das Ganze schon auf unsere Seite bringen, das Spiel. Wenn da das Tor fällt, dann kannst du ein bisschen beruhigter das Spiel angehen. Dann kannst du ein bisschen es ist halt schon auch schweres Geläuf, obwohl der Platz halt sehr, sehr gut war. Aber für die Jahreszeit schwierig zu spielen und schnell zu spielen vor allen Dingen, weil viele Ballan- und Mitnahmen halt dann auch sehr, sehr schwer sind. Und dann war es eigentlich für mich so ein typisches 0-0-Spiel. Oder wer das erste Tor macht. Und leider haben nicht wir es gemacht. Wie war denn, jetzt war ja Winterpause, ihr wart auch im Trainingslager, wie war dein Gefühl von der Mannschaft vor dem Spiel? Hattest du gedacht, dass es wirklich so ausgeht oder hätte da mehr gehen können? Nein, ich glaube, wir haben eine Sache ein bisschen Pech gehabt in der Trainingsphase. Und zwar uns ist der richtige Gegner am Schluss ausgefallen, den wir spielen wollten, von der Intensität her. Und dadurch haben wir am Schluss nicht die Wettkampfhärte gezeigt, die wir eigentlich haben mussten. Und aber wir waren eigentlich gut vorbereitet, was spielerisch-taktisch angeht. Aber so ein richtiges Meisterschaftsspiel kannst du einfach nicht nachstellen. Und dementsprechend, man sieht dann, glaube ich, dann auch an allen anderen oder an vielen anderen Ergebnissen, dass die hinten drin stehen, sehr, sehr stark aufraffen, auch die Gunst der Stunde nach so einer langen, fast dreimonatigen Winterpause versuchen zu nutzen. Und die Mannschaften, die ein bisschen gesicherter sind, auch vielleicht ein bisschen zur ruhige Kugel schieben wollen. Kannst du uns kurz einen Stand zu unseren Verletzten sagen? Der Orkun hat sich ja im Trainingslager die Hand verletzt. Mike war verletzt. Wie sieht's da so aus? Ja, also Mike ist wieder voll im Training, hat aber noch ein bisschen Rückstand. Deswegen haben wir es heute nicht riskiert. Außerdem haben die anderen das ganz gut gemacht. Und zum Orko muss man sagen, ja, war für ihn sehr, sehr, sehr unglücklich mit der Hand, weil er war tipptopp drauf und auch wichtig für die Jungs. Und fällt dann mit so einer blöden Handverletzung. Ich würde sagen, vor allen Dingen auch noch nächste Woche aus. Glaube ich nicht, dass ich ihn zurückkriege. Und alle anderen, Markus Baki ist wieder dabei, aber einige haben halt dann ein bisschen Rückstand. Das müssen sie jetzt halt aufholen und dann schauen wir halt, wie gut wir die nächsten Wochen agieren werden. Die nächsten Wochen, da du sie ansprichst, nächste Woche wieder Heimspiel, darauf auch ein Heimspiel. Kannst du uns aber nur ein, zwei Worte zum nächsten Heimspiel sagen? Ja, also wenn der Tabellenletzte kommt, verlangen natürlich immer alle, dass du gewinnen musst. Wir wissen aber, was für ein hartes Spiel es schon in der Hinrunde bei ihnen war. Sie haben viele Spiele knapp verloren, sind eine sehr, sehr giftige und eine aggressive Mannschaft, und die du auch erstmal komplett bekämpfen musst. Und ein schwerer Boden zu spielen, kommt ihnen entgegen und nicht einer spielerisch starken Mannschaft wie uns. Und da müssen wir uns halt einfach auf den Fight einlassen und müssen halt gucken, dass wir unsere individuelle Klasse ins Ziel kriegen und da auch dann das ein oder andere Tor machen. Jetzt würde ich zum Schluss gerne nur ein Positives noch sagen. 10 Jahre jetzt VfR. Was sagst du? Ach ja, das ist... wenn man dann so einem Tag wie heute nach dem Spiel darüber nachdenkt, dann ist natürlich Wahnsinn, was alles passiert ist. Der Verein hat sich unglaublich entwickelt, die Mannschaft hat sich wahnsinnig entwickelt, wir spielen die höchste Amateurklasse. Eigentlich ist es ist wie im Film und traumhaft. Trotzdem, nach einem verlorenen Spiel ist das Ganze nicht ganz so fröhlich gesinnt. Und ich finde mal, man kann sich leider auch für die Zeit, man hat viel Arbeit investiert und das muss es wert sein, dass man so nach 10 Jahren da steht. Und da haben wir,
haben wir einfach eine tolle Zeit gehabt und ich hoffe, wir haben noch ein paar Jahre eine tolle Zeit und das ist unser Ziel oder mein Ziel. Dann hoffen wir, dass wir in 10 Jahren wieder hier stehen und ich hoffe, dann bist du immer noch VfR Garching Trainer, dann vielleicht nicht Regionalliga, sondern wer weiß, vielleicht auch mal höher. Jetzt schauen wir aber erstmal, was nächste Woche Samstag geht. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Danke. Denk dran, nächste Woche Heimspiel, darauf Heimspiel, schaut auf unsere Homepage, da findet ihr auch alle News. Danke und auf Wiedersehen. Ja.